Die Menschen, sie leben mit dieser Bahn und das tun auch Maler und Schriftsteller, das tun vor allem auch Tüftler und Bastler. Sie alle werden wir während dieser Sendung wieder treffen, doch zunächst kommen wir zur Musik und zu den Musikern von der Secondhand Dixie Band mit ihrem OEG Express. Ich fahr so gern am Sonntag mit dem OEG Express, weil ich dann ganz total die Welt um mich vergess. Von Monnen über Heidelberg nach Weinem und zurück und auf dem Ohr duft die Jazzmusik. Ich fahr in Richtung Segene gleich an den Negerbrick. Wenn's Maurerrenne ist, hält mich nix mehr zurück. Wenn's dann an der Bergstraße blieb, kehr ich in Schrieseheu und trinke schön gepflegtes Viertelweu. Und kommt der Fernsehturm in Sicht, dann weiß ich, dass ich auf die Reis wohl niemals ganz verzicht. Ich fahr so gern am Sonntag mit dem OEG Express, weil ich dann ganz total die Welt um mich vergiss. Von Monnen über Heidelberg nach Weinem und zurück und auf dem Ohr duft die Jazzmusik. Jetzt geht's los! Herr Münzer, wie ist eigentlich Ihr Lied der OEG Express zustande gekommen? Ach, wir waren im Studio gewesen, haben diese erste Platte gemacht, Dixieland Musik, und uns hat noch ein heißer Text gefehlt und das Studio, das ehemalige Gebäude von der OEG, und plötzlich fährt er dann OEG vorbei und dann lag nichts näher, wie dass wir mal einen Titel über die OEG schreiben. Entspricht der Titel denn der Wirklichkeit? Setzen Sie sich am Wochenende in die OEG rein und fahren raus mit ihr ins Grüne? Um ehrlich zu sein, jetzt mache ich es nicht mehr, aber früher habe ich es sehr oft gemacht. Gell? Da habe ich eine sehr gute Beziehung zu der OEG. Von daher stammt die Beziehung überhaupt zu der OEG. Genau das haben wir auch gemacht. Wir sind mit der OEG durch die Landschaft gefahren. Wir sind mit der Oberrheinischen Eisenbahngesellschaft auf große Fahrt gegangen. Unsere Geschichte ist damit an ihrem dramatischen Höhepunkt angekommen. Erdacht hat sie Werner Hacker, natürlich in der OEG, dann hat er sie aufgeschrieben und im vergangenen Jahr den Mannheimer Kurzgeschichtenpreis dafür bekommen. Sie fragen natürlich, wie geht die Geschichte von Jürgen Jakobus und Cornelia Haferlos weiter? Vielleicht nehmen Sie diesen herrlichen Vorsommerabend und denken die Geschichte einfach zu Ende, vielleicht träumen Sie ein bisschen weiter. Dazu gibt es Musik wiederum von der Secondhand Dixie Band und einen passenden Titel, Groove Train. Ich darf Sie noch einladen zum nächsten Treffpunkt am kommenden Sonntag. Er wird Sie nach Freiburg entführen zum Bundesmusikfest. Guten Abend.